Jo Leute, danke fürs Einschalten. Und zwar heute zeige ich euch mal, wie man die Tastatur ändern kann. Neuesten nehme ich kurz mal ein Beat rein. Okay, also ihr geht auf Play Store oder auf App Store, also auf iPhone. Leitet euch Swift Keys Tastatur. Und ladet euch das und drückt auf Öffnen. Und Swift K aktivieren. Ihr klickt einfach Google Sprache ein. Ja. Swift K Tastatur, ja. Dann geht, drückt ihr auf OK. Swift K auswählen. Dann geht ihr einfach auf Swift K Tastatur. Auf Swift K auswählen. Und danach steht unten links hier überspringen. Und danach könnt ihr euch mit Google anmelden. Aber nicht. Nicht jetzt. Und danach kommt hier einfach schon automatisch eine Tastatur. Aber ihr geht auf Themes und dürft ihr hier eine Tastatur auswählen. Oder ich nehme zurzeit gerade das Forest. Also hier, das Forest. Ihr könnt auf oben rechts gehen. Okay, ihr könnt euch manche Sachen kaufen, die cool findet. Aber ich nehme mal, also, ich nehme einfach mal, das ist schon eine Entscheidung. Ich nehme kurz das Orangene, dann müsst ihr alle überspringen. Ihr müsst, nein, ihr müsst auch nur sammeln. Also ich gehe auf Refab. Okay. Ihr müsst euch mal Google anmelden, damit ihr es herunterladen könnt. Okay. Und jetzt könnt ihr jetzt WhatsApp oder so, jetzt könnt ihr nein. Ich gehe mal auf. Okay. Und ihr könnt dann schreiben, hallo, halli, hallo. Ihr könnt auch andere nehmen, müsst ihr nicht unbedingt das hier nehmen. Ich nehme kurz mal auch. Ich nehme kurz mal das. Ja. Das finde ich auch sehr cool aus. Hallo. Und danke sehr schon. Daumen hoch, wenn es euch wieder geholfen hat oder euch gefallen hat. Gerne einen Kommentar da. Wenn ihr kein Video mehr was verpassen wollt, könnt ihr auch gerne abonnieren. Und tschüss.